Anastasia, Band 8, Teil 2, Die Bräuche der Liebe, Kapitel 19, Treffpunkte Heiratswilliger. Anastasia fuhr fort. Wir befinden uns in der näheren Zukunft. Die Menschen haben die Notwendigkeit der Suche nach ihrem auserwählten Partnern wiedererkannt. Früher wurde potenziellen Verliebten suggeriert, dass ihre Begegnung bereits von ihrem Schicksal vorbestimmt sei. Obwohl diese Behauptung natürlich stimmt, dürfen wir nicht vergessen, dass der Mensch in der Lage ist, sein Schicksal zu lenken. Er ist zumindest fähig, seinem Schicksal die eigenen Wünsche anzudeuten. Und so begannen die Menschen in verschiedenen Städten Veranstaltungen zu organisieren, die das Zusammentreffen zweier zueinander passender Personen begünstigen sollten. Im Rahmen solcher Treffen wurden unter anderem auch die wiedrussischen Bräuche erneut praktiziert, doch in einer etwas abgewandelten, an die moderne Welt angepassten Form. Im Herbst, nachdem alle wichtigen Arbeiten der Sommerzeit erledigt waren, wurden in verschiedenen Städten große Zusammenkünfte organisiert. An diesen Treffen nahmen viele junge Leute teil, aber auch Personen im fortgeschrittenen Alter, die es noch nicht geschafft hatten, eine glückliche Familie zu gründen. Man kann sagen, dass es sich bei diesen Personen um deine Leser handelt, Wladimir, genauer gesagt den Teil deiner Leser, der sich den Aufbau eines eigenen Landsitzes als Wohnort einer glücklichen Familie zum Ziel gesetzt hat. Innerhalb von 2 bis 3 Monaten fanden mehrere Veranstaltungen dieser Art in verschiedenen Städten statt. Deine Leser wurden frühzeitig informiert und kamen aus verschiedenen Regionen und Ländern zu diesen Treffen. Manche von ihnen konnten nur eine Woche lang bleiben, andere investierten in ihre Partnersuche einen ganzen Monat. Unter allen Besuchern, die danach strebten, eine glückliche Familie zu gründen, befanden sich deine Leser in einer besonders günstigen Ausgangsposition. Alle Teilnehmer hatten das gleiche Ziel: die Erarbeitung konkreter Vorstellungen über die glückliche Gestaltung des Lebens ihrer zukünftigen Familien, ausgehend von den Erkenntnissen, die sie miteinander gewonnen hatten. Warte mal, Anastasia, warum war die Ausgangsposition meiner Leser am besten? Es gibt doch viele verheiratete Paare, die nicht zu meiner Leserschaft zählen und trotzdem nach gemeinsamen Zielen streben. Beispielsweise heiraten relativ viele Schauspieler ihre Kolleginnen oder Kollegen. Doch die meisten von ihnen lassen sich im Laufe ihres Lebens mehrfach scheiden. Sie haben offensichtlich die gleichen Ziele und die gleichen Bestrebungen gehabt, doch kein Glück im gemeinsamen Leben gefunden. Wir reden hier nicht über die gleichen Ziele, Wladimir. Der Beruf kann und soll nicht zum Lebensziel eines Menschen werden. Und wenn ein Mensch dies doch zulässt, erniedrigt er sich selbst. Urteile doch selbst. Es gibt zum Beispiel den Beruf des Verkäufers. Wird Gottes Sohn oder Tochter allein den Verkauf irgendwelcher Waren oder Leistungen zu seinem oder ihrem Lebensziel erklären wollen? Diese Frage bezieht sich nicht nur auf die Verkaufstätigkeit. Sie gilt genauso für die Fahrer von Kraftfahrzeugen, für Wäschereiangestellte und Fabrikarbeiter, die jeden Tag die gleichen Tätigkeiten verrichten. Du sprichst zwar über notwendige Berufe, Anastasia, doch die Personen, die sie ausüben, genießen in unserer Gesellschaft nur wenig Ansehen. Es gibt aber eine ganze Reihe von geachteten Berufen, zum Beispiel Chirurg oder Kosmonaut, mit denen man sogar zu Ruhm gelangen kann. Auch Feldherren oder Präsidenten genießen hohes Ansehen. Ihre Bedeutsamkeit basiert einzig und allein auf der Tatsache, dass sie sich im Vergleich zu anderen Menschen eine noch größere Illusion
von ihrer Wichtigkeit und ihrem Stellenwert in der Gesellschaft ausmalen. Wer weiß, vielleicht würde ein Mensch, der General oder Präsident geworden ist, mit der illusorischen Bedeutsamkeit dieser Ämter bewusst irregeführt, damit sich sein Geist, der zur Vollbringung größter schöpferischer Taten fähig gewesen wäre, nicht entfalten kann. Für Gott sind die Taten dieser Menschen uninteressant. Gelingt es allerdings einem Menschen, sein Paradies auf Erden selbst zu erschaffen und Ältester eines glücklichen Familienstamms zu werden, dann ist sein Verhalten wahrhaft göttlich und er selbst wird ein Gott auf Erden. Auch die Leser, die zu den organisierten Zusammenkünften kamen, verfolgten gemeinsame edelmütige Ziele. Ihr Vorteil bestand darin, dass sie die Vorstellung über die eigene Lebensweise und das Leben ihrer zukünftigen Familie bereits in ihrer Fantasie erschaffen hatten. Wenn sie dann aufeinander trafen, mussten sie nicht nach einem für beide Seiten interessanten Gesprächsthema suchen. Es ist dir ja bekannt, Wladimir, dass die heutigen Ehepaare oft kein Gesprächsthema finden können, das beide Seiten gleichermaßen interessiert. Die Ehepartner streben nicht nach gleichen Idealen und entwickeln kein gemeinsames Interesse an einer bestimmten Sache. Zwei Menschen leben nach ihrer Heirat unter einem Dach, doch ihre Gedanken und Träume beschäftigen sich mit absolut unterschiedlichen Dingen. Die Entfremdung dieser Menschen ist unausweichlich. Und das gemeinsame Leben reizt sie von Tag zu Tag immer weniger. Die Menschen, die an den Zusammenkünften teilnahmen, waren ledig und kannten einander nicht. Nach kurzer Zeit spürten sie jedoch eine so innige Verbindung zueinander, die den meisten verheirateten Paaren nicht eigen ist. Sie unternahmen gemeinsame Exkursionen und veranstalteten verschiedene Modenschauen, an denen zuerst die Frauen und dann die Männer aller Altersgruppen gerne teilnahmen. Auf diesen Modenschauen wurden Kleidungsstücke präsentiert, die die teilnehmenden Frauen selbst genäht oder im Laden gekauft hatten. Abends wurden in den Grünanlagen oder auf den kleinen Waldwiesen in der Umgebung der Stadt Hochzeitsspiele, wie zum Beispiel das Bächlein, von dem ich dir bereits erzählt habe, veranstaltet. Und sie schämten sich nicht dafür, beziehungsweise versteckten es nicht, dass sie einen Partner fürs Leben suchten. An solchen Treffen nahmen auch Frauen teil, die bereits Kinder hatten und bisher ohne Mann zurechtkommen mussten. Sie brachten ihre Kinder zu den Treffen mit, nachdem sie ihnen ihre Absicht erklärt hatten. Die Teilnahme der Kinder an den Veranstaltungen und deren Gedanken zu dem Erlebten halfen den betreffenden Frauen bei der Partnersuche. Schau mal, ich zeige dir ein Bild, auf dem du sehen kannst, was diese Menschen bei ihren Treffen unternommen haben. Du siehst hier ein Sommertheater. Dieses Gelände unter freiem Himmel ist überfüllt mit Menschen unterschiedlicher Altersgruppen. Auch viele Kinder sind zu sehen. Die Teilnehmer dieser Veranstaltung hatten die Gelegenheit, sich von der Bühne aus den anderen vorzustellen. Wer den Mut dazu hatte, konnte auf die Bühne gehen, in 5 bis 10 Minuten etwas über sich erzählen und die Fragen der Zuhörer beantworten. Manchmal beschrieben sie sich selbst in einer recht scherzhaften Art und Weise. Sie durften auch eine Plauder, Chastushka, vorsingen und vortanzen. Jeder konnte seine Vorstellung völlig frei gestalten. Schau doch selbst. Eine junge, etwa 25 Jahre alte Frau betritt die Bühne. Sie hat eine moderne Frisur. Ihre Kleidung liegt eng an ihrem Körper an. Kaum hat sie die ersten 2 Schritte auf dem Weg zum Mikrofon gemacht, führt sie allen Menschen einen Salto vor und lacht los. Dann geht sie auf der Bühne hin und her, wie auf einem Podium,
ahmt ein professionelles Model nach und zeigt sich dem Publikum von allen Seiten. Schließlich bringt sie ihre Frisur in Ordnung, tritt an das Mikrofon und sagt kokett: Na, ihr Männer, wie hat euch diese Prachtfrau gefallen? Einige Zuschauer lachen, andere applaudieren, während die junge Frau beginnt, sich scherzend zu beschreiben. Mein Aussehen ist nicht mein Hauptvorzug. Die Akademie für den Aufbau von Familienlandsitzen habe ich mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich verstehe mich sehr gut darauf, Speisen zuzubereiten und Aufgüsse zu kochen, die jede Krankheit aus dem Körper treiben können. Außerdem vermag ich auf ungewöhnliche Weise Betten zu machen und kraftvolle Kinder auf die Welt zu bringen. Ich biete mich noch keinem bestimmten Mann an, sondern möchte einen Wettbewerb zwischen den männlichen Kandidaten veranstalten. Dieser Wettbewerb wird nicht einfach sein. Jeder Kandidat darf sich in einer beliebigen Art und Weise vorstellen. Der Sieger wird derjenige sein, in den ich mich verliebe. Nach dieser jungen Frau trat ein Junge an das Bühnenmikrofon heran. Ich grüße euch alle. Mein Name ist Dima. Ja, so heiße ich. 11 Jahre bin ich alt. Naja, noch nicht ganz, aber im Dezember werde ich 11. Meine Mama heißt Svetlana oder Svetlana Nikolajewna. Sie ist eine wunderbare Köchin und arbeitet in einem Restaurant. Genauer gesagt hat sie früher dort gearbeitet und hat dann diesen Job verloren. Zuerst weinte sie, doch nun bereitet sie Festmähler für reiche Leute vor. Sie hat eine Anzeige in der Zeitung aufgegeben und nun teilen uns die reichen Leute ihre Wünsche am Telefon mit. Ich gehe noch zur Schule. Mama ist mit meiner Leistung nicht ganz zufrieden, doch ich weiß, dass ich ganz gut bin. Ich muss ja nicht in jedem Fach eine 1 haben. Mir reicht auch mal eine 3. Mama und ich sind hierher gekommen, um ihren zukünftigen Ehemann und meinen zukünftigen Papa zu treffen. Dann werden wir eine gute und einträchtige Familie haben. Meine Mama ist ein sehr guter Mensch. Sie ist sehr schön, obwohl sie schon lange vergeblich versucht, ein bisschen abzunehmen. Doch sie ist trotzdem eine sehr schöne Frau. Mama und ich diskutieren an vielen Abenden darüber, wie unser Leben in einer kompletten Familie aussehen wird. Derzeit leben wir noch in einer Einzimmer-Mietwohnung. Doch wenn wir eine richtige Familie sind, dann werden wir ein Haus bauen und einen schönen Garten anlegen. Mama hat bereits ein Grundstück zugesprochen bekommen. Dort haben wir im Sommer einen Monat lang im Zelt gelebt. Es war so schön. Meine Mama, sie konnte nicht mit mir gemeinsam auf die Bühne kommen, weil sie etwas schüchtern ist. Ich habe ihr gesagt, du musst den anderen Menschen von unseren Anliegen erzählen. Wenn du es nicht tust, dann war unsere ganze teure Reise sinnlos. Wir haben einen Teil unserer Ersparnisse, die für den Bau unseres Hauses gedacht waren, dafür ausgegeben. Komm doch auf die Bühne, Mama, wandte sich der Junge an die Zuhörer im Theater. Doch als die Mutter des Kindes es immer noch nicht wagte, auf die Bühne zu kommen, begannen die Menschen, die im Auditorium saßen, zu applaudieren, um die Frau zu diesem wichtigen Schritt zu ermutigen. Schließlich machte sich eine ungefähr 30-jährige, etwas mollige Frau auf den Weg zur Bühne. Sie stellte sich neben den Jungen, wurde vor Verlegenheit ganz rot im Gesicht und umfasste ihren Sohn an den Schultern. Doch sie brachte kein Wort hervor. Da holte der Junge ganz sachlich ein Stück Papier aus seiner Hosentasche, entfaltete es vor allen Leuten und fing an zu lesen. Mama und ich leben in der Stadt Novosibkow, in der Region Bryansk. Die Gegend dort war früher ziemlich verstrahlt, doch nun ist die radioaktive Strahlung nicht mehr so hoch und in Zukunft wird sie noch weniger werden. Hier auf dem Treffen sind wir unter der Teilnehmernummer 2015 registriert. Wer will,
kann uns gern einen Brief schreiben. Das war alles. Die Mutter nahm ihren Sohn an der Hand und die beiden gingen zu dem Bühnenausgang, während die Zuhörer applaudierten. Doch am Rande der Bühne riss sich der Junge plötzlich los, eilte wieder zum Mikrofon und fügte hinzu: »Ich habe noch etwas vergessen, weil es nicht auf meinem Zettel stand. Meine Mama kann wunderschön Gitarre spielen und dazu Lieder singen, auch wenn das meistens traurige Lieder sind. Und außerdem kann meine Mama sehr gut malen. Sie hat bereits unser zukünftiges Haus und unseren Garten gemalt. Ich helfe ihr, unsere Familie aufzubauen. Auch bei unserem Hausbau werde ich mithelfen. Vor den Wahlen in unserer Stadt habe ich mit dem Kleben von Wahlplakaten Geld verdient. Bald stehen schon die nächsten Wahlen an.« Und erneut ertönte der Zuhörerapplaus, während der Junge zu seiner Mutter zurückkehrte. Diese nahm ihren Sohn wieder an der Hand und ging mit ihm von der Bühne herunter. Die beiden nahmen schließlich wieder ihre Plätze ein. Gleich vier Männer aus dem Auditorium standen gleichzeitig auf und machten sich auf den Weg zum Bühnenmikrofon. Als erster lief ein hinkender, etwa 40 Jahre alter Mann los. Doch von der anderen Seite eilten Männer herbei, die ihn überholten, so dass er sich als letzter in die Schlange vor dem Mikrofon einreihen musste. Jeder der Männer, die an das Mikrofon traten, stellte sich dem Publikum vor, bot sich jedoch der Frau nicht unmittelbar als Ehemann an. Es war bei solchen Zusammenkünften nicht üblich, den potenziellen Lebenspartner öffentlich um seine Zustimmung zu fragen. Man musste die betreffende Person zuerst anschreiben. Durch ihr Auftreten auf der Bühne betonten die Männer allerdings ihren Wunsch, die nette Frau mit ihrem Sohn näher kennenzulernen. Als der leicht hinkende Mann schließlich an der Reihe war, sich dem Publikum vorzustellen, trat er vor das Mikrofon und sagte: »Ich heiße Iwan und werde bald 40. Derzeit lebe ich in Moskau in meiner eigenen Wohnung. Ich war Offizier bei den Fallschirmjägern, bin aber vor 3 Jahren aufgrund meiner Invalidität vom Dienst suspendiert worden. Mit einem Job im Multilevel-Marketing bessere ich mein Auskommen auf, doch diese Arbeit langweilt mich inzwischen sehr. Aus meinem Marschgepäck habe ich noch ein Zelt, eine Axt und das Kochgeschirr behalten. Diesen Teil der Ausrüstung eines Feldjägers haben mir meine Kameraden zum Abschied geschenkt. Nun träume ich davon, dieses Zelt im Gebiet Bryansk in der Nähe der Stadt Nowosibirsk aufzustellen. Die entstandenen Unkosten für die Unterbringung meines Zeltes werde ich mit meiner Arbeitsleistung abbezahlen. Da ich in der Armee gelernt habe, Unterstände zu bauen, denke ich, dass es mir ebenfalls gelingen wird, ein Blockhaus aus Holz zu errichten. Mit dem Anlegen eines Gartens bin ich allerdings noch gar nicht vertraut.« »Ich weiß, wie das geht und werde es Ihnen zeigen,« rief Dima aus, der von seinem Platz im Auditorium aufsprang. Einen Tag später verließen Svetlana Nikolajewna, ihr Sohn Dima und der ehemalige Feldjägeroffizier das Treffen. »Anastasia, erzähl uns bitte, wie das Leben dieser 3 Menschen weiter verlief. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.«